Mein Name ist Lilly Eden und ich bin hier die stellvertretende Vorsitzende im Kirchenvorstand. Hallo liebe Gemeinde, heute bin ich da. Ich wollte Ihnen gerne was zeigen. Schauen Sie mal, hier im Altarraum. Als es letzte Woche hieß, dass die Gottesdienste in der Kirche ausfallen müssen, haben wir den Entschluss gefasst, stattdessen die Kirche für ein stilles Gebet zu öffnen. Pastor Wiegmann und ich haben uns am Samstag getroffen und haben Frühlingsblumen gekauft und haben damit das Kreuz dekoriert. Das sollte eigentlich erst zu Ostern wieder mit Kerzen, in der Osternacht wieder mit Kerzen gefüllt werden. Ja, schön sieht es aus. Wir wollten die Beter damit erfreuen. Wir wollten buntes, lebendiges und hoffnungsvolles in unserer Kirche haben. Haben wir jetzt auch. Auch wenn wir es nicht dauernd in Natura sehen können. Zu wissen, dass es da ist, ist ja auch Freude. Nun dürfen wir die Kirche auch nicht mehr für das Gebet öffnen. Das heißt aber nicht, dass wir auch nicht mehr beten dürfen. Ganz im Gegenteil. So wie das Blumenkreuz in der Kirche ist, Sie sehen es nicht, aber es ist da, so wird jedes Gebet gehört, das da ist, auch wenn es nicht in der Kirche gesprochen wird. Es ist trotzdem da. Vor Gott, unserem Vater, vor Jesus Christus, unserem Bruder und vor dem Heiligen Geist, der uns mit Gott und unseren Schwestern und Brüdern verbindet. Das Gebet ist da. Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er sagt uns: Ich bin da. Bleiben Sie behütet und bevor ich es vergesse, wer etwas braucht, sei es ein Einkauf oder ein Wort, bitte im Gemeindehaus oder bei einem der Pastoren anrufen. Es ist immer jemand da, der helfen kann. Ach so, und jetzt muss ich noch eben die Blumen gießen. Tschüss.